Am letzten Tag vom Mission Trip sind wir an einem See La Crosse in ein Restaurant gegangen, haben dort gegessen und als wir gehen wollten, hatte ich wieder den Eindruck, dass der Heilige Geist etwas tun möchte mit den Kellnern, also dem einen Kellner und der Kellnerin. Und dann habe ich gefragt, ob jemand Rückenschmerzen hatte, hatte ein Wort der Erkenntnis, hatte aber keiner der beiden. Aber dann hat der Mann gesagt, dass die Frau Schmerzen am Fuß hat und hat gleich ihren Fuß auf die Theke gesetzt und gesagt, wir können für sie beten. Haben wir für sie gebetet, ganz kurz, und sie hat getestet und ihr Gesicht hat sich komplett verändert, als sie gemerkt hat, dass sie komplett geheilt war. Und unser Freund Claudio, der in Dakar wohnt, konnte gleich mit ihr connecten in dieser Sprache, wo sie dort sprechen. Und sie haben gemerkt, dass sie sehr nahe wohnen. Sie hat ihr Leben gleich dort Jesus gegeben. Sie konnten Nummern austauschen, war super. Und als der andere Kellner das bemerkt hat, was passiert ist und wie gut ihr das getan hat, sagte er, ich habe auch Schmerz an meinem Bein. Wir konnten für ihn beten, ein paar Sekunden. Er hat uns auch erstaunt angeschaut und gesagt, hey, es hat sich angefühlt, als ob ihr den Schmerz aus dem Bein herausziehen würdet und wäre auch komplett geheilt und war dort Jesus begegnet. Und das Coole war, es war eigentlich einfach der Tag, wo wir geplant hatten, nichts zu tun und zu entspannen. Und aus dieser Ruhe und aus dieser Entspannung wurden zwei geheilt und eine davon hat ihr Leben Jesus gegeben.